willkommen zur Video-Review des iOHawk Cross Mini, einem Hoverboard. Eins vorweg, die Review ist etwas anders als die üblichen Reviews, denn es gibt nachher eine Outdoor-Section. Und die habe ich dann irgendwie leicht hirntot moderiert, muss man sagen. Also, es könnte sein, dass ihr ob des österreichischen Dialekts in den Outdoor-Teilen vielleicht leichte Schwierigkeiten habt, gewisse Teile zu verstehen. Ich bitte das nachzusehen. Auf diesem Teil stehen setzt bei mir anscheinend das Gehirn etwas aus oder ist damit beschäftigt, die Balance zu halten. Nichtsdestotrotz, Hoverboard. Gehört hatte schon jeder irgendwann mal, es handelt sich nicht um irgendwas aus Zurück in die Zukunft, hatte ich auch gedacht, bis ich dann drauf kam, das sind diese Dinger mit den zwei Rädern. Besteht grundsätzlich aus den Motoren, die sie in den Radnaben untergebracht und der Rest ist quasi Akku und Elektronik. Man stellt sich drauf, beim ersten Mal ist es einfach nur unheimlich peinlich. Nach ca. 5 Minuten hält man sich dann irgendwie oben. Und nach der ersten Fahrstunde kann man sich einigermaßen sicher und möglicherweise noch ziemlich langsam ganz gut bewegen. Ich habe jetzt so circa 2,5 bis 3 Fahrstunden drauf und ich würde mal sagen, ich kann mich fortbewegen. Nach den Outdoor-Teilen, die ihr gleich seht, hat es mich dann noch so richtig auf den allerletzten gehaut. Allerdings bei Tempo 3, weil da war irgendwie so eine Bodenwelle, die hatte ich nicht so wirklich gesehen. Also Vorsicht ist geboten, immer Schutzkleidung tragen an allen möglichen Körperteilen, die da aufgeschürft werden können. Vom Polster auf meinem Hintern habe ich abgesehen, hätte ich mal machen sollen, ist mir dann aber doch zu peinlich und den blauen Fleck riskiere ich dann doch gerne. Ja, Hoverboard, iOHawk, keine Ahnung, ob es bekannt ist oder nicht, die stellen ganz gute Hoverboards her. Und das Ding ist mit einem neuen Hoverboard-Standard konstruiert, im Standard UL2272. Da werden alle möglichen Teile getestet, dass da nichts in die Luft fliegt. Die ersten Hoverboards, nicht von der Marke, soweit ich weiß, aber die allerersten Hoverboards sind nämlich explodiert, die Akkus. Das Ding muss nämlich ganz schön was leisten. Kann nämlich bis zu 120 Kilogramm schwere Personen transportieren und bis zu 18 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Ich habe es auf 15,2 geschafft und ich fand das so richtig gespenstisch schnell. Also ja, aber es gibt sicher eine Menge Kids und Jugendliche, die da noch wirklich alles rauskitzeln können aus dem Gerät. Kostet derzeit 399 Euro, so viel sei gesagt, liebe Eltern. Ob es ein Verkehrsmittel ist, weiß ich nicht. Es fährt ganz schnell, es fährt gut, es ist einigermaßen gut zu balancieren. Warum das Cross heißt, weiß ich nicht, es hat mehr Profil. Man kann damit vielleicht durch ganz kurz geschnittene Ebene Wiesen fahren, aber ansonsten ist auch dieses Modell, dieses Cross Mini, nur für normale Straßen, nicht von Autos befahrene, dem Straßenverkehr unterliegende Straßen natürlich, gedacht. Ansonsten, ja, man stellt sich drauf und balanciert, ihr seht es gleich im Video. Es soll 2 bis 3 Stunden der Akku halten. Bei mir ist er nach einer Stunde so ziemlich auf 2 Strichen von 10 herunten. Allerdings denke ich, ich stehe auch ziemlich falsch immer drauf. Ich lehne mich dabei nach hinten, das Ding piept die ganze Zeit. Von daher kann man das sicher noch optimieren. Und man muss auch sagen, die 2 bis 3 Stunden wurden vermutlich auch nicht getestet mit einem, keine Ahnung, 80 Kilogramm schweren, 75 in meinem Fall, schweren Erwachsenen, sondern vermutlich mit einem, keine Ahnung, einer zierlichen Dame von 60 Kilo oder einem Jugendlichen mit 50 Kilo. Keine Ahnung, auf jeden Fall, die 2 bis 3 Stunden erscheinen mir etwas optimistisch. Ebenso die Kilometerangabe. Schauen wir mal, was da noch alles in den technischen Daten steht. Angeblich 14 bis 19 Kilometer Reichweite. Auch hier natürlich, wenn man mal rollt und nicht ständig zurück und dreht und umdreht am Stand, dass die nicht ständig das Körpergewicht ausbalancieren muss, dann natürlich hat man eine höhere Reichweite. Bei mir war eben dann nach ca. 6 Kilometern der Akku auf, naja, so ein Viertel maximal bis eher so ein Fünftel runter. Spritzwasser geschützt, Lithium-Ionen-Akku logischerweise drinnen, hält ziemlich gut. Und 11 Kilogramm schwer, das ist ordentlich schwer, man kann sich so eine Tragetasche dazu kaufen, ist aber nicht dabei, ist aber im größeren Modell, beim iOHawk Cross, ohne Mini. Mit der Tragetasche, denke ich, könnte das Ding sogar einen praktischen Nutzen haben, denn dann, okay, dann habe ich die Tragetasche am Rücken und wenn ich dann, keine Ahnung, von zu Hause bei der U-Bahn bin, dann packe ich das in die Tasche und nehme es, keine Ahnung, rauf ins Büro und dann fahre ich eben auch von der U-Bahn wieder nach Hause. Das würde funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Ein großer Nachteil, wenn ich es mal einschalte, dann redet es gleich mit mir, zeige ich euch gleich. Ein großer Nachteil ist, wenn man es hochhebt, es steht sogar hier drauf, man soll es nicht hochheben, bevor man es nicht ausgeschaltet hat, aber wenn ich einfach stehen bleibe bei einer Schwelle, beim Bahnschranken, beim
whatever, dann will ich es gleich hochheben und dann fangen sich die Räder wild zu drehen, weil natürlich die Balance verloren geht und dann meldet es einen Fehler, die rote LED blinkt und nichts geht, man muss es aus- und einschalten. Das ist irgendwie blöd gelöst. Hier fände ich eine separate Taste, zumindest da im Bereich des irgendwo, wo man nicht ankommt, ganz cool, wenn man sagt, okay, da ist eine Taste, heb mich hoch, drück die Taste oder keine Ahnung, da zwei Tasten und wenn ich die gleichzeitig mit den Fingern berühre, dann wird es in den Tragemodus geschaltet, keine Ahnung. Das fände ich ganz gut, denn immer dieses Einrauschen ist nervig. Es hat Self-Balancing, das heißt, wenn ich es jetzt einschalte, balanciert es sich aus und spricht mit mir. Die Sprachausgabe kann man nicht ausschalten, zeige ich aber auch später im Outdoor-Teil, im Gehirnamputierten. Welcome to IOPOC Cross, waiting for Bluetooth connection. Das verbindet sich jetzt auch noch mit Bluetooth in meinem Handy und ich kann dann auch noch mit dem Handy Musik abspielen auf dem eingebauten Lautsprecher. IOPOC Bluetooth paired. Ich spiele es nur ganz kurz an, ich darf das natürlich nicht. Ja, klingt bisschen blechern, aber grundsätzlich, wenn man das mag und während seiner sportlichen Betätigkeit sich selbst und alle anderen Leute, ich rate davon ab, ich finde es ziemlich peinlich, beschallen will, dann kann man das natürlich tun hiermit. Das ist möglich. Ich werde das Pairing dann bald wieder rausnehmen, denn sonst, keine Ahnung, vielleicht läuten dann auch Anrufe da drauf und das habe ich dann nicht getestet und ich will es auch gar nicht wissen. In diesem Sinne, ich würde sagen, Fazit habe ich euch auch schon im Outdoor-Teil, das hört ihr jetzt dann gleich im Anschluss. Ich bitte um Nachsicht, die Review ist anders. Falls ihr andere Reviews in meinem YouTube-Channel gesehen habt, diese Review ist definitiv anders, auch wenn sie jetzt ganz klassisch angefangen hat. In diesem Sinne, viel Spaß noch mit den wie Outtakes anmutenden Ergüssen aus meiner Tour mit dem IOHawk Cross Mini Hoverboard in der Prater Hauptallee in Wien. Video-Review zum IOHawk Cross Mini, ein Hoverboard, und hätte mir jemand gesagt, dass ich jemals eine Video-Review zu einem Hoverboard mache, hätte ich ihm gesagt, vollkommen verrückt. Ich habe einen Schutzhelm auf, sonst nichts, wie man sieht. Das ist nicht das Intelligenteste, ich empfehle euch da auf jeden Fall einige Schutzbekleidung zu tragen, Handgelenksschoner, Ellbogenschützer, Knieschützer. Ich stehe gegen den Verkehr hier übrigens, die Radlfahrer werden sich alle denken, ich bin wahnsinnig, bin ich vielleicht auch, wenn ich mit dem fahre. Können tut 18 km/h, ich traue mich maximal 14. Ja, ist gar nicht so einfach, aber nach einer Stunde Fahrzeit auf der Prater Hauptallee hier hat man es dann irgendwann gelernt. Man soll 2 bis 3 Stunden damit fahren können. Wir sind meistens so eine Stunde unterwegs. Das hält es aus, dann ist es auf 1/3 runter, der Akku. Kommt natürlich auf das Körpergewicht darauf an. Funktioniert bis 120 Kilo, ich kann also noch durchaus einiges zunehmen. Und warum fährst du mit der Hand vor die Kamera? Na, das heißt, na ja. Muss das schneiden jetzt? Oh je. Ja, du bleibst aber drauf, bitte, das stimmt. Ups. Ist egal. Ja, du kommst auf YouTube damit. Was gibt sonst sozusagen eigentlich nicht viel? Es gibt eine Bluetooth-Verbindung mit dem Teil und mit dem iPhone. Ich könnte jetzt Musik abspielen, aber aus dem Alter bin ich raus. Es gibt eine Sprachausgabe auf Englisch, die man nicht abschalten kann. Die würde ich aber gerne abschalten. Und ja, bis jetzt nur ein Sturz. Ich hoffe, dabei bleibt's. Und ich melde mich jetzt nach unserem Laufdate nochmal. Bye, bye. Ja, man kann auch ein Selfie-Video machen, wenn man da am Hoverboard steht. Ich fahre jetzt aber nicht zu so schnell, weil sonst haut es mich auf die Schnauze. Ja, jedenfalls funktioniert schon. Hier sieht man das Hoverboard. Ja, funktioniert also ganz gut, aber ich höre jetzt besser wieder auf mit den Selfie-Videos. Das ist irgendwie gefährlich. Das war also die sehr kurze Video-Review zum IOHawk Cross Mini. Das ist die Mini-Variante. Es gibt noch eine größere Variante, die hat mehr Bodenfreiheit, die hat dann irgendwie größere Räder, mehr Gummi auf den Rädern, kann, glaube ich, sogar ein bisschen schneller fahren, das weiß ich ein bisschen auswendig. Irgendwie bin ich so ein bisschen brain dead beim Fahren an Bord. Und, aber es funktioniert ganz gut. Man hat es so, wirklich nach 1-2 Stunden hat man es richtig heraus und kann da ganz gut durch die Gegend fahren, erreicht sogar ziemlich halsbrecherische Geschwindigkeiten. Alles in allem ist es fürchte ich aber eher etwas zum Spaß haben. Und Spaß hat man, kann damit richtig schnell fahren. Und wenn man irgendwie so noch einen Buddy hat, mit dem man da durch die Prater Hauptallee, da fährt übrigens der Mannerzug.
Ja, wir sind ja live dabei, live im Geschehen, am Puls der Zeit nicht, aber wurscht. Jedenfalls, ja, ich finde es lustig. Es ist nicht ganz billig, der Spaß, aber es macht Spaß. Und von daher, wenn jemand das will und es sucht und dann einigermaßen funktionierenden Gleichgewichtssinn hat, dann kann ich euch das durchaus empfehlen. Also das IOHawk Cross Mini Hoverboard bis zu 18 km/h im Expertenmodus. Fliegen finden sie auch gut.